Hallo liebe Zuschauer, heute darf ich Sie zu einer Spezialfolge der Multimedia-Leserbriefe begrüßen. Sie haben sich sicherlich schon gefragt, wie die wahnsinnig tollen Filme mit den talentierten Schauspielern und den pädagogisch wertvollen Inhalten hergestellt werden. Das werden wir heute ergründen. Kommen Sie mit! Wir befinden uns hier bei den Filmstudios des Future Verlages. Erst vor kurzem wurde von den Studiobossen eine komplette Renovierung beschlossen, um mit den steigenden Qualitätsansprüchen für Top-Produktionen Schritt halten zu können. Für die Multimedia-Leserbriefe wurde ein ganzes Stockwerk reserviert, in dem Tag und Nacht ein Heer von Mitarbeitern über die Qualität der Produktion wacht. Es ist absolut unglaublich, mit welchem Aufwand die Multimedia-Leserbriefe produziert werden. Ich muss wirklich und ohne Übertreibung sagen, dass ich mich bei den Future Studios sehr wohlfühle. Als intellektuell anspruchsvoller, verantwortungsbewusster und international erfahrener, ich sag's jetzt mal, Starregisseur, konnte mir eigentlich nichts Besseres passieren. Bei Star Trek von Paramount oder Akte X von Fox wird nicht einmal ansatzweise so ein Aufwand betrieben. Das Interessante sind hier vor allem die abwechslungsreichen Rollen, die einem Schauspieler volle Konzentration abverlangen. Ja, nicht nur künstlerisch wird ein sehr hoher Aufwand betrieben, sondern auch bei der Tricktechnik. Dabei kommen speziell entwickelte Computergrafiken zum Einsatz, die man so auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Ey, sag mal, wir fucking Idiots hier sagen, what have I made, ne? All amateurs, bloody amateurs, how can I work here professionally? How can I work here? I'm an actor! Well, the most challenging role I ever played was certainly that of this Thomas Werner. Well, the character development and so, you know, that was pretty complicated and so, but finally I made it. Most folks out there will certainly know me better playing that Stefanie Kusseler. I mean, it was an interesting role, but I can only cite Dustin Hoffman. He once said, makeup is already half of the acting, and that was pretty true in that way. Ready? Yep. Hello, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Multimedia. Nein, warte mal einen Moment. Erstmal ohne Akzent und dann musst du ein bisschen. I have no fucking accent! Du musst ein bisschen mehr dann im Mikro wackeln. Alright. Hallo, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Multimedia-Leserbriefe. Junge, danach wird das aufgenommene Material in einem aufwendigen Computervorgang umgerechnet. Und wenn Sie sich allerdings mal hier das linke Ohrläppchen anschauen, dann sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen, dass die Software noch nicht so ganz ausgereift ist. Aber ich glaube, das Endergebnis lässt sich trotzdem sehen. Hallo, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Multimedia-Leserbriefe. Nee, die Software, mit der man sowas machen kann, die gibt es natürlich nicht zu kaufen. Das haben wir hier selber entwickelt für die Multimedia-Leserbriefe. Ganz speziell. Und Industrial Light and Magic aus Amerika hat vor 3 Jahren schon Interesse bekundet. Die haben das nämlich gleich verwendet für Jurassic Park da damals. Und ich glaube, der Tyrannosaurus ist irgendwie Schwiegermutter von Spielberg oder so. Neben der aufwendigen Tricktechnik bieten die Multimedia-Leserbriefe auch Meilensteine der Kinokunst. Wir durften exklusiv ein paar Szenen aus kommenden Produktionen zeigen. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht abschlagen kannst. Er ist tot, Jim. Ich bin der König der Welt! Schau mal, Martin, wir haben eine Sketch-CD bekommen. Ich gebe zu, dass einige Sketche nicht unbedingt so perfekt ausgearbeitet sind, wie sie sein könnten. Schau mal, Martin, wir haben eine Sketch-CD bekommen. Es ist aber manchmal schon erstaunlich, dass man mit minimalem Aufwand ganz fantastische cineastische Action-Effekte erzeugen kann.
Zu diesen gelungenen Highlights gehören natürlich fähige Schauspieler. Und an denen mangelt es bei den Multimedia-Leserbriefen wahrlich nicht. Internationale Stars und weltberühmte Künstler wurden speziell für diese Serie engagiert. Titanic war ja schon nicht schlecht, aber hier in den Multimedia-Leserbriefen mitspielen zu dürfen, ich meine, wow, die Multimedia-Leserbriefe. Und auch als Schauspieler wird man hier sehr gefordert. Vor allem, wenn ich an irgendwelche romantischen Szenen mit der Computer-Steffi denke. Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass ich in der Show wesentlich längere Haare trage. Das ist eine speziell angefertigte Perücke, deren Länge unsere Maskenbildnerin variieren kann. Sehr aufwendig, sehr aufwendig. Wir können dadurch in der Show simulieren, dass ich eine Zeit lang nicht zum Friseur gegangen bin. Zunächst einmal muss ich natürlich sagen, dass ich gar kein Schauspieler bin. Ich bin Diplompsychologe für Kinder und von daher war die Rolle in Spielstunde mit Onkel Stefan für mich natürlich wie gemacht. Meine schauspielerischen Künste habe ich übrigens im Fernsehen erworben, in der Uralt-Kinderserie Lieber Onkel Bill. Das war schön. Jo, mein Junge. Also, ich spiel ja an sich an ohne so ein Theater, ne? Aber der Joe Meehem wollt, das ist doch ballig fein, jo. Ist ja ein Betten wie gelinscht, so mit den Hochdeutsch, das werde ich wohl. Aber ja, da kann man ja mit den Soundtüch noch ein Betten weil morgen, ne? Hinten in der Perücke sind dann spezielle Kühlvorrichtungen angebracht, damit ich bei dem ganzen Scheinwerferlicht nicht so ins Schwitzen gerate. Selbst bei den meisten Produktionen in Hollywood habe ich einen derartigen Aufwand nicht erlebt. Das Schwierigste bisher, lassen Sie mich mal überlegen. Also ich glaube, das Schwierigste war es wirklich, mir die Funde anzuessen, die für die Rolle des Martin Schnelle nötig waren. Zuerst war ich ziemlich schockiert, als mir die Rolle des Manfred Dui angeboten wurde. Ich meine, schauen Sie sich diesen Kerl an. Unrasiert, klebrige alte T-Shirts an. Verschmuddelt bis hinter die Ohren. Aber dann dachte ich mir, so eine Rolle wird dir nur einmal im Leben angeboten, in den Multimedia-Leserbriefen. Also habe ich alle Bedenken hinten angestellt. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Ich bin mir sicher, dass Sie nach diesen Eindrücken noch mehr Freude an den Multimedia-Leserbriefen haben werden. Tschüss und viel Spaß. Haben wir es jetzt endlich? Ja, ich habe keinen Bock mehr auf den Müll. Das kannst du aber laut sagen. Hallo liebe Zuschauer, heute darf ich zu einer Spezialfolge... Und von daher war die Rolle in Spielstunde für Onkel Stefan für mich natürlich wie gemacht. Hallo liebe Zuschauer, heute darf ich Sie zu einer Spezialfolge der Multimedia-Leserbriefe einladen. Hast du bekundet? Das haben die nämlich gleich verwendet für Jurassic Park. Der Tyrannosaurus ist glaube ich irgendwie... Hallo liebe Zuschauer, heute darf ich Sie zu einer Spezialfolge der Multimedia-Leserbriefe einladen, begrüßen. Ich bin Diplompsychologe für Kinder und von daher war die Rolle in Spielstunde für Onkel Stefan. Nein, mit Hallo liebe Zuschauer, heute darf ich Sie zu einer Spezialfolge der Multimedia-Leserbriefe begrüßen. Sie haben sich sicherlich schon gefragt, wie die wertvollen... Filmst du schon? Ja. Okay. Ich will jetzt nicht schreien. Macht nichts. Ich bin so krass!